Moin und willkommen zurück beim Berber667 Kanal. Nun muss ich euch endlich mal wieder zeigen, was ich Neues in meiner Sammlung habe. Es sind inzwischen über 1100 Titel geworden. Ich zeige euch mal, was in letzter Zeit nur dazugekommen ist. Fangen wir an mit dem PC-Spielen. Da hätten wir Blade Runner, ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Unreal Tournament 2004, leider nur die geschnittene deutsche Version, die 16er Freigabe hält. Worms United and Reinforcements, quasi der Director's Cut vom allerersten Worms. War damals ein sehr geiles Spiel. FIFA Fußball WM 2006 Deutschland. Naja, FIFA halt von EA Fußball, kennt glaube ich jeder, muss man nicht viel zu sagen. Emergency 2 in der Deluxe Edition. Ja, Koordinieren von Rettungseinsätzen, ist ein sehr schönes Strategiespiel, wenn auch nicht ganz einfach. Medieval Lords, auch ein Medieval halt, Mittelalter Strategiespiel, Riesenstädte bauen, verteidigen und das Ganze ohne Raster, also kreuz und quer zusammenbauen das Ganze. Eins der wohl berüchtigtesten Spiele, Wolfschanze. Ich sag mal lieber nichts dazu. Ein paar klassische PC-Spiele sind auch dazu gekommen. Rex Nebula and the Cosmic Gender Bender. Auch noch auf Disketten. Oh. Haben wir hier Challenge of the Five Realms. Auch noch auf Disketten. Ich kann es gar nicht mehr spielen, weil ich habe kein Diskettenlaufwerk mehr. Air Warrior 2, das ist sogar auf CD-ROM. Aber lässt sich halt unter Vista auch nicht mehr spielen. So, dann haben wir ein PlayStation 2 Spiel, gab es auch ein neues. Die Tomb Raider Anniversary. Leider nur in der Platin. Für die PS3 gab es diesen Monat zum einen Heavenly Sword. Ein sehr schönes Hack and Slay, so à la God of War mäßig. Hat natürlich nicht ganz die Qualität von God of War, aber es ist gar nicht mal so schlecht. Motorstorm, viel gehypt. Ich war sehr enttäuscht davon. Querfährt ein Offroad-Rennen mit allen möglichen Arten von Fahrzeugen, aber naja. So, Lösungsbücher gab es auch. Zum einen Lost Planet, das Lösungsbuch. Und Assassin's Creed 2, was sehr hilfreich ist, vor allem wenn man die 100 Federn suchen will. Ein paar PlayStation 1 Spiele. Alone in the Dark, The New Nightmare. Nicht wirklich ein gutes Spiel. James Bond 007, Die Welt ist nicht genug. Der erste Discworld-Teil, ich fand ihn damals sehr geil. Das ist also vom Humor her mit das Beste, was es an Spielen gibt. Resident Evil, der erste Teil. Auch leider nur wieder in der Platin-Version. Resident Evil 2. Hier bin ich eigentlich sogar froh über die Platin, weil die ein bisschen seltener ist als die normale. Resident Evil 3 Nemesis. Leider wieder nur die deutsche Version. Das heißt, die Zombies bluten nicht, sondern qualmen ein wenig und lösen sich nach kurzer Zeit auf. Das klassische überhaupt, Ridge Racer. Sogar noch in der alten, dicken Verpackung. Rebel Assault 2, Star Wars. Ein, ja, wie nannte man die Dinger, ein Movie-Spiel. Schwer zu sagen, aber es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Und für einen Star Wars-Fan gehört es natürlich dazu. Womit wir wieder beim Thema Star Wars sind. Die Dark Forces, die ungeschnittene Version, die es auf der PlayStation gab. Haben wir noch ein bisschen Xbox-Spiele gekriegt wieder. Without Warning. Und Dino Crisis 3, was leider an die ersten beiden Vorgänger nicht rankommt qualitativ. Es wurde ziemlich verhunzt, weil musst halt irgendwie die Kamera ständig manuell... Nee, kannst sie nicht manuell nachjustieren und rennt ständig in irgendwelche Fallen. So, machen wir Super Nintendo. Star Wars wieder. Und den ersten Star Wars auch noch. Und Secret of Evermore, der inoffizielle Nachfolger von Secret of Mana, hat aber inhaltlich eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, deshalb auch nur inoffiziell. Animaniacs, komplett mit allem drum und dran. Judge Dredd, ebenfalls mit allem drum und dran. Braucht man glaube ich nicht, aber für den Preis war es wieder unschlagbar. Disney's Toy Story. Wie schon mal gesagt in einem anderen Video, die Disney-Spiele auf dem Super Nintendo sind die besten, die es gab für Super Nintendo. Also auch nicht verkehrt.
Dann etwas, wo ich mich sehr drüber geärgert habe. Tasmania, schön bei eBay gekauft für wenig Geld. Mit einer angepriesenen Originalverpackung, die dann so aussieht. Also so eine billige Videothekenhülle. Naja, liegt halt im Auge des Betrachters, was Originalverpackung bedeutet. Mass Effect für die 360, natürlich in der limitierten Sammleredition. Jetzt, wobei der zweite Teil schon bestellt ist, muss er auch den ersten Mal irgendwann spielen. Borderlands, die ungeschnittene Version selbstverständlich. Ein sehr geiles Ding, hat mich nächtelang gefesselt. Destroy All Humans, der Weg des Furons. Tja, ich sag mal nichts dazu. Eine herbe Enttäuschung, Eat Let, The Return of Mad Hazard. Also das Spiel ist nicht wirklich schlecht, es ist nur leider bei weitem auch nicht wirklich gut. Satirische Designmacken. Und es hat einen ziemlich erzwungenen Humor. Versucht lustig zu sein. Guitar Hero Aerosmith fehlte mir nun auch noch in meiner Sammlung. Habe ich jetzt auch dabei. MotoGP 06 hatte ich ja schon in der Classic-Version. Jetzt habe ich auch nochmal die richtige gekriegt. NHL 07, ein bisschen Eishockey, wollte ich auch mal wieder spielen. Sehr schönes Ding, Prince of Persia. Hat leider kaum einen interessiert, aber ist es sehr geil. Hat auch viel Spaß mit. Pro Evo 6, wieder so ein Ding, was ich schon in Classic hatte und jetzt noch in der Originalhülle. World Series of Poker Tournament of Champions, die 2007er Edition. You're in the Movies mit der Kamera. Ich wollte eigentlich nur die Kamera haben, deshalb musste ich das Spiel dazu nehmen, weil es gerade im Angebot war. Damit weiter. Street Fighter 4, die Collector's Edition. Ich habe auch noch eine von den wenigen gekriegt. Die Black Edition von Assassin's Creed 2. Ich versuche sie auch noch aufzukriegen. Einer sehr schönen Ezio-Figur, wie ich finde, sehr schön. Ein Leder-Artbook ist auch noch dabei, ist auch streng limitiert. Mit Seriennummer versehen. Ist ein sehr schönes Ding. Das Spiel ist auch sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall besser als der erste Teil. Und dann, neulich bin ich tatsächlich über meinen Schatten gesprungen. Modern Warfare 2 in der Prestige Edition mit dem Nachtsichtgerät. Das funktioniert tatsächlich, ich habe es nicht geglaubt. Ich dachte halt, weil es macht halt den Eindruck von billigem Plastikschund. Aber es funktioniert. Das ist natürlich kein 1000 Euro Militärgerät, aber es erfüllt seine Zwecke. So, und über meinen Schatten springen musste ich deshalb, weil es ist die deutsche Version. Aber es ist so minimal geschnitten, dass es ist halt lediglich die Tatsache, dass man weder auf Zivilisten noch auf Kameraden schießen kann. Da konnte ich mal drüber wegsehen und deshalb habe ich mir das dann auch mal zugelegt. So, das war's mal wieder für heute.